Moin, 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 Leute. Heute geht's wieder rein, ein bisschen um Warzone. Nach langer Zeit mal wieder. Ich habe schon gemerkt in der Pre-Lobby, ja. Ich weiß nicht, was los ist. Meine FPS, man sieht es auch ziemlich gut. Meine FPS sind niedrig as fuck. Und irgendwie laggt das Game komischerweise komplett rum. I don't freaking know. Es liegt außerdem auch nicht an meinen Einstellungen oder so. Das ist das Tragische daran. Es liegt wirklich am Warzone selbst und ich weiß nicht wieso, ich weiß nicht wie ich das fixen kann, ich habe keine Ahnung. Weil meine Einstellungen sind eigentlich perfekt, geht nicht mehr besser für meinen PC und... komisch, komisch, ich finde es wirklich schade. Was haben die mit Peak gemacht? Was haben die mit meinem Peak gemacht? Was ist hier los? Och nö. Ja, ihr merkt es gerade... Oh mein Gott, das wird eine Runde und das wird wieder raus. Ja, ich wollte eigentlich mehr aufnehmen, aber ganz ehrlich, wenn es so anfängt, dann natürlich schwierig. Ja, ich traue mich nicht mal zu pushen, genau, zu pushen jetzt, weil es laggt. Genau deshalb. Ja, ihr kennt es, glaube ich, schon. Wir haben das Problem, glaube ich, gemeinsam erkannt. Oh. Ja, wir haben das Problem hier. Wir haben doch hier ein Problem. Chill mal. Junge, chill. Jetzt mal ruhig. Jetzt mal alles gut. Jetzt mal alles gut, okay? Jetzt mache ich kurz mal wieder ein bisschen Nachlade-Action. Dann reicht's auch schon, oder? Da ein UAV zu machen ist wichtig. Ja. Komm. Es laggt eh alles. Ist doch eh egal. Oh, und dann bin ich dead. Ja, die ersten zwei Kills waren schön, aber ja, ganz ehrlich, ihr merkt schon, was hier los ist. Also wirklich, die Lags sind extrem. Es ist wirklich Wahnsinn. Ich weiß nicht warum. Jetzt hier im Gulag geht's gerade wieder. Aber sonst? I don't know. Liegt das an Caldera? Ich weiß nicht, immer seit Caldera da ist, habe ich das nämlich. Wirklich, immer, immer, immer. Und ich muss entweder lange spielen, bis sich das irgendwann mal regelt. Oder ich muss gar nicht spielen, weil sich's nie regelt. I don't know, wirklich. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es an Caldera selbst. Oder vielleicht liegt es auch einfach dran, dass Warzone irgendein dummes Update gemacht hat, was das jetzt irgendwie verschlimmert hat in meinem Leben. Aber I don't know, bei vielen anderen läuft es ja eigentlich. Ich weiß nicht, warum das bei mir jetzt halt nicht läuft. I don't freaking know. Irgendwie ganz, ganz komisch. Ganz, ganz komisch. Aber wird hoffentlich bei Warzone 2 spätestens wieder besser. Ich hasse diesen Gulag außerdem. Und ja, mal gucken, ob ich dann überhaupt noch eine Runde reingehe. Ja, gehen wir noch eine Runde reinkommen. Egal, eine Runde noch. Ja, okay, Runde 2 hat jetzt 3 Minuten zum Laden alleine schon gebraucht. Oder noch länger, I don't know. Ich dachte wirklich schon, Warzone wäre abgestürzt, so lange hat es geladen. Spielt gleich keiner mehr dieses Spiel oder warum lädt es so lange? I don't freaking know. Die Lags sind in der Pre-Lobby wieder schlimm gewesen. Ich hoffe, der Packet Loss geht nochmal besser runter. Danke, dass schon wieder auf Null ist. Ich würde gerne nochmal zu Peak gehen. Jetzt wäre das ein Träumchen. Das wäre ein Träumchen, Leute. Das wäre ein Träumchen. Wenn wir ein bisschen schöne Peak-Runde hätten, wie so in vergangener Zeit, ein bisschen rumballern, ein bisschen gewinnen wir ein bisschen mal. Ich will doch einfach nur gewinnen. Warum nicht einfach nur gewinnen, gewinnen, gewinnen? Beat, beat, beat. Ich will doch einfach nur Casino, Casino, Casino. Wann endlich Casino-Streams? Oh, ich hasse Casino-Streams so sehr. Ey, die ganze Casino-Thematik, die Bibi und Julian-Thematik, also auf Twitter ist ja gerade wieder auch einfach die Hölle los. Es ist ja wirklich schon schlimm, was hier schon wieder abgeht, alles. Einfach schrecklich. Bitte, bitte nicht auf meinen Spot. Oh mein Gott. Nein. Ach so. Oh, da kann man stehen bleiben. Cool. Freut mich sehr. Ja. Was ist jetzt mein Ziel? Also. Ich weiß es nicht mal selber. Aber ich gehe hoch und sterbe. Spaß. Ich swabe die Paletten. Oh!
Gasmaske. Ich wusste nicht mal, dass es sowas mehr gibt auf dieser verfickten Map. Okay. Der hat mich ja fast gar nicht gehittet. Let's go. Auf jeden Fall wichtig auf Heartbeat schauen. Keine vor mir. Gut. Okay, okay, okay. Ich habe echt Angst. Ich habe wirklich Angst. Ein Sniper? Nee. Sniper hatte ich nämlich wieder Bock. Jetzt, wo sie genervt sind, habe ich mal wieder Bock damit zu spielen. Oh, hä? Der ist da runter. Ja, da bleibt da unten, lull. Obwohl. Nee, okay. Oh. Hat ihn doch markiert. Gut. Ich schnorr mir jetzt so schnell wie möglich mein Loadout. Bitte lass mich doch in Ruhe, du kleiner Wichser. Was ist das für eine Schmutzwaffe? Oh mein Gott, was ist das für eine Schmutzwaffe? Hallo, können wir kurz drüber reden, was das für eine Schmutzwaffe ist? Natürlich von oben auch noch. Hm. Wie sollte es sonst sein? Oh mein Gott, ja. Natürlich hat er ein Cluster auch noch. Ja, wie sollte es sonst auch sein? Oh mein Gott. Oh mein Freaky. Was ist das hier für ein Gebirge? Warte, das ist nicht euer Ernst. Was ist das hier? Das habe ich ja noch nie gesehen. Das ist ja schrecklich. Psch, psch, er ist unter uns. Er ist da drin. Mit seinem Loadout. Wir müssen aufpassen. Er wartet einfach da drüben, dieser Kekko. Doch nicht? Doch nicht Kekko. Da komm. Mit der AX und Uzi mal ein bisschen. Bitte, 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 bitte. Ich will nur einmal mit meinem Loadout spielen. Nach Jahren wieder. Nach Jahren. Bitte lass mir dieses Vergnügen meines Lebens. Was ist. Einfach fliegen. Einfach fliegen. Wo bin ich überhaupt? Hier kann ich hin. Ist das gut? Ist das smart? Ist das stark? Ich hab eng. Ich habe Angst, genau. Ich habe Angst, wirklich. Ich habe starke Angst. Ich brauche Platten. Und dann hole ich mir noch Selfless. Und jetzt erstmal Platten. Dann weiter überlegen. Ein bisschen Moni hier. Ja, finde ich gut. Dauerhaft auf Hardpick gucken, weil ich echt Angst habe in meinem Leben. Ja, das ist natürlich der Pain meines Lebens. Da sehen wir nämlich einen Typen. Schade. Ja, man kann ja hoffen, dass man irgendwann mal wieder Aim hat in seinem Leben, dass man solche Shots auch hittet, aber nee. Bei mir wird sowas nie wieder passieren. Ich sehe mich da leider nicht mehr. Okay. Sehe ich mich aber darin, dass ich ihn zerstöre? Nein, das sehe ich mich nicht. Das sehe ich mich gar nicht. Wo ist er überhaupt? Oh! Hallo, kann ich bitte treffen? Da unten kämpfen sie. Misch mich an, gönn mir die Platte. Ist die Uzi verschlechtert worden? Wo denn? Ich hab's nicht mal gecheckt. Try me. Ich sagte try me. Bin keiner scared. Ich geb's zu. Der ist im Zelt drin. Wo? Warst du was?
Ach ja, ich habe keinen Plates. Oh mein Gott. Chilliger Fahrtbit gucken. Wir haben Zeit. Der hat Platings gehabt. Der hat alles gehabt, was man in seinem Leben braucht. Oh, warte. Die Tasche füllt nicht mehr auf? Ist meine Tasche verbuggt? Warte, was? Hä? Hä? Jetzt, wo ich gekauft habe, habe ich 8 bekommen. Ist das neu? Dass man nicht mehr voll... das wäre voll dumm. Das würde ich nicht cool finden. Das würde ich echt nicht cool finden. Egal, ich drive jetzt einfach weiter mit dem Auto. Obwohl, nee, war einfach ein Bug. War wie immer anscheinend einfach ein Bug, weil sonst würden jetzt hier nicht so viele Platten noch liegen. Ja, 1500 wasted, das tut mir jetzt auch nicht allzu sehr weh. Wo denn? Schießt du bitte nochmal auf mich? Ich will sehen, wo du bist, Homie. Von wo? Das ist so dumm. Der schießt einmal auf mich, dann hört er auf. Das ist sein Move. Okay, egal. Hier drüben habe ich auf jeden Fall was gehört. Und da kann ich auch diesen Balloon nehmen dann. Ah, das ist Vogelscheuche. Ich bin eine Vogelscheuche gefahren. Ich würde gern diesen Loon hier nehmen. Ach so, ja, hier ist er. Das ist lost. Das ist so lost gewesen. Jetzt wieder. Egal, schnell. Schnell! Bist du dumm? Mach doch schneller, du Wichser! Da ist ein Auto-Battle. Was? Was bist du für ein Typ? Was sind hier? Warum fährt hier jeder mit einem Auto? Wo ist der andere? Ich sehe dich. Komm, einen Headshot in meinem Leben mal wieder. Ich wollte eigentlich einen Headshot, aber egal. Shield Break ist auch mal ganz gut. Bitte. Ich will mal einen guten Sniper da rausholen, jetzt wo Snipers nicht mehr so gut sind. Was ist denn mit dir? Lass mich doch! Oh mein Gott, das ist so slow. Oh, ich hab fast nicht gehittet. Ja, natürlich spielst du wieder. Du spielst natürlich wieder die Meta, ne? Du spielst die Meta. Da habe ich dich auch gesehen. Da habe ich dich ehrlich auch gesehen. Ich fahre jetzt mit Auto auch rum. Ich fahre jetzt weiter mit Auto rum. Oder? Fahre ich mit Auto rum? Ja, nee. Was mache ich mit dir denn jetzt? Oh! Ja, gut. Achso, okay. Ich dachte, da wäre noch ein zweiter. Nee. Hä? Okay. Das war keine Last von ihm. Keine Last. Der sieht, dass ein Auto kommt und läuft einfach weiter. Alles casually. Casual weiterlaufen. Das ist der Move. Das ist einfach der Move. Wasser trinken. Sommerzeit. Eigentlich ist es ja erst Frühling, aber es fühlt sich voll an wie Sommer. I don't know, ob das nur ich bin, aber für mich fühlt es sich wirklich voll so an. Das wäre einfach Sommer. Zeit, hä? Nein. Ich sehe deine Beine. Ich sehe deine Beine. Jetzt nicht mehr. Gut. Hast du noch Bock? Ja, jetzt natürlich hast du wieder Bock, ne? Ja, jetzt zerstöre ich mein eigenes Auto auch. Ja, der hat so viel Bock gehabt auf einmal. Safe zone highlighted.
Was bist du? Achso, Feuermoni, ja, natürlich. Okay, dann. Dann natürlich klar. Diese Feuermoni ist auch das Schlimmste, was sie reingebracht haben in dem Spiel. Ey, wirklich. Was ist das für ein Duell? Was ist das für ein Duell? Haha! Ich habe halt keine Plates mehr. Piekt er nicht mehr? Wirklich? Ja, das sind Warzone Battles. Einfach abhauen, wenn man nichts mehr kann, ne? Ich hol dich noch. Ah, ich back irgendwo rum. Egal. Ja, ich muss hoffen, dass hier irgendwo Plates sind. Was anderes kann ich gerade nicht machen. Das Battle ging viel zu lange für, ja, nichts. Literally gar nichts. Warzone 2 wurden ja schon ein paar Sachen geleakt jetzt. Und ich muss ehrlich sagen, von dem, was ich gehört habe, gefällt mir wirklich einiges nicht. Ich habe nicht mehr alles im Kopf, aber ich finde wirklich vieles, falls das stimmen sollte, nicht gut. Wirklich nicht gut. Sie gehen irgendwie komplett vom Warzone, wie wir es kennen, halt weg. Was auch verständlich ist, was natürlich ein zweiter Teil ist, blablabla, sie wollen was Neues bringen, aber trotzdem sollten sie den Grundsatz von Warzone, finde ich, beibehalten. Und so wie es aussieht, wollen sie das halt nicht. Sie wollen den Grundsatz nicht beibehalten, sie wollen so ziemlich alles ändern. Wirklich, so ziemlich alles. Und das finde ich vom Grunde her gesehen nicht schlecht. Versteht mich nicht falsch. Eigentlich finde ich Veränderungen cool, auch wenn es große Veränderungen sind. Wirklich nice. Wirklich. Macht's gut und dann passt doch einfach alles. Aber das ist nicht mehr Warzone, was sie da vorgestellt haben. Also Warzone ist für mich, dass man ein Battle Royale in schnell hat. Einfach ein Battle Royale in richtig schnell. Nicht so langsam auf Aufbau gespielt, sondern man geht drauf. Man geht auf Kills. Man geht nicht einfach so, ja, nee, ich chill jetzt hier mal 10 Minuten, warte ab. Nee, man geht drauf. Man bleibt nicht im Camp da einfach. Ja, machen halt jetzt im normalen Warzone auch schon einige. Aber eigentlich ist dieses Warzone ja, also das jetzige Warzone ja, dafür gemacht, dass man es eben nicht macht so. Deshalb fuckt es mich auch oft ab, wenn das Leute machen. Und ja, ihr wisst schon. Und dass man das jetzt halt aus Warzone rausnehmen will, was Warzone eben gut gemacht hat und was Warzone mit am besten gemacht hat von allen Battle Royales. Warzone ist mein Lieblings-Battle Royale. Ich habe nicht am meisten Stunden in Warzone, am meisten habe ich in Fortnite, aber ich muss sagen, Warzone habe ich viel, also in meiner Warzone-Zeit, in meiner anfänglichen, die ersten paar Seasons, habe ich mehr Spaß gehabt als in Fortnite die ganzen Jahre lang. Das heißt wirklich was, weil in Fortnite habe ich über 5000 Stunden und in Warzone irgendwie auch so, ich weiß nicht, 1000, 2000, irgendwie so, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber wirklich, ich fände es echt schade, wenn sie das schnelle Pacing aus Warzone rausnehmen würden. Das macht Warzone für mich halt aus und wenn sie das rausnehmen, traurig. Wäre wirklich sad, wenn nicht, wäre wirklich sad. Würde ich echt nicht gut finden. Echt nicht gut finden. Okay. Mein Bounty ist getötet worden. Kann ich da rauf gehen? Und auch wieder casually runter? Ach so, okay. Ich war mir eigentlich sicher, dass mein Bounty hier war und der Typ... Okay, wir machen jetzt den Uhrturm-Typen. Ich nenne das den Uhrturm-Playster. Oh, wo? Der Uhrturm-Playstyle hat nicht funktioniert. Wir nennen das nicht mehr den Uhrturm-Playstyle. Wir nennen das den dummen Playstyle. Ja, das ist natürlich gar nicht gut jetzt. Ich muss nämlich zum Shop. Und da ist ein Enemy UAV. Was natürlich auch nicht so geil ist jetzt. Ich will natürlich ein UAV... Self-Revive, ich zünd mal das UAV und dann gönne ich mir noch ein bisschen Plates und nehme mal einen Bow wieder mit. Das Ding ist, wo ist der andere Shop? Ah, okay, die könnten jetzt links von mir kommen, die das UAV gezündet haben. Ich sollte das Auto nehmen, ja. Ich glaube, das Auto ist jetzt das smarteste Move. Ich habe auch ehrlich gesagt ein bisschen Angst ohne Auto gerade. Achso, der chillt noch immer da hinten oben. Ach so. Aha.
Okay, schießt da gerade wirklich wer auf mich? Welcher Assi? Welcher Assi hat da gerade auf mich geschossen? Darf ich das bitte... Leute, könnt ihr das bitte unterlassen? Wirklich, das ist wirklich nicht cool. Ich finde das wirklich auch nicht fein, wirklich. Aufeinander zu schießen, da hört sich der Spaß auch irgendwie langsam, aber sicher mal auf. Oh. Moin, Meister! Ich will mit dir ein Team bilden. Ein Team des Todes. Nein, mein Freund. Nein, das ist nicht der Plan. Er hat den Plan nicht verstanden. Er sollte für mein Leben sterben. Er hat den Plan nicht gegettet. War auch meine Schuld. Ich habe es ihm nicht gut genug erklärt. Wirklich, ich nehme jegliche Schuld, die er in dieser Runde noch begehen wird, auf mich. Weil das war nicht gut erklärt von mir. Ich hätte ihm sagen müssen, nicht sollen, sondern wirklich müssen, dass er sich opfern muss für mich. Er war nicht darauf vorbereitet. Hätte ich es ihm früher gesagt, er hätte es getan. Aber jetzt hätte es nicht der Move gewesen. Ich hätte empathischer sein sollen. Ich hätte netter zu ihm sein sollen. Er war doch mein Bruder. Und ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Holy shit, ich habe wirklich keinen Plan. Ich bin ein bisschen überfordert gerade, merkt man wahrscheinlich auch. 5 Kills diesmal. Nach langer Zeit wieder ein bisschen was für mich, ein bisschen was. Es ist jetzt nichts, worüber ich mich extrem freue, aber nimmt man mal da an. Nach einer langen Zeit Warzone, wo es wirklich keinen Spaß mehr gemacht hat, nimmt man es an. Und jetzt, wirklich kein Plan, kein Plan. Warte. Das ist in der Zone. Oh mein Gott, ich bin so schlecht mit dem Auto. Ich glaube, man merkt es auch ziemlich gut. Loadout incoming. Das ist wichtig. Kannst du mit der jetzt incoming sein, oder? Ne, wir haben es mit Ozi so gut gemacht, jetzt reicht's. Warte, du wirst jetzt aber nicht... Ah, Bruder, jetzt weißt du, was los ist, oder? Ja, jetzt wusste er, was los ist. Ich hab's euch von Anfang an gesagt, er ist ein guter. Er hätte es vorher auch schon für uns getan. Für uns. Für die Vereinigung. Oh mein Gott, der hat Mainz gespielt. Der hat mit Minen gespielt. Da tut es mir auch einfach nicht leid, dass du so zerstört wurdest. Da tut es mir nicht leid. Wirklich, sowas macht man nicht. So spielt man das nicht. Und so ist es nicht gut. So macht man das nicht. Und ich mache jetzt was Dummes. Komm bitte, lass mich überleben! Das ist der Überlebenswillen, den wir haben. Dingelingeling, ling, 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 ling. Mein Move wird sein, dass ich von... Nein, nicht sterben tue. Das ist nicht der Move. Das ist definitiv nicht der Move. Ich werde hier von hinten mit der Zone nach vorne gehen. Ich will nicht, dass mich hinter mir jetzt irgendwer angreift oder so. Da hatte ich extremst wenig Bock drauf. Deshalb spielen wir das so jetzt runter. Und das sind Plates. Oder? Das sind doch Plates. Nice one. Hä? Cool. Ich kann mir eine Plates voll machen. Voll sick. Und ich habe Bounty. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, ich muss sagen, ich werde es safe noch schaffen, das zu missplayen. Und wirklich zu verkacken. Aber bis jetzt ist die Runde eigentlich schön. Die erste Runde war eigentlich auch schön mit diesen 2 Random Kills, die ich eigentlich nie bekommen hätte sollen, weil ich einfach nur rumgelaggt habe. Aber die Runde gefällt mir noch besser, weil da wenigstens ein bisschen Skill dabei ist, sieht mal. Was ja nicht oft vorkommt hier auf diesem Kanal. Also ja, da freut man sich schon, wenn es mal wieder passiert, ne? Ich habe so Angst. Ich lege mich kurz hin, ich muss einen großen Schluck Wasser nehmen, ich sterbe sonst. Ich habe heute irgendwie schon 7 oder 8 Videos aufgenommen, das ist echt schon... Ich bin schon ein kranker Vorproduzierer, ne? Ich bin ein crazy YouTuber. Ich kann weiter hier bleiben. Aber ich weiß nicht, ob das der Move ist halt. Kann man da oben sitzen? Ich weiß nicht. Ich weiß wirklich gar nichts von der Map. Ich weiß wirklich gar nichts von der Map. Wir haben die Map hier seit, ich glaube, über ein halbes Jahr schon? Ist es schon so lange? Und ich weiß trotzdem nichts davon. Ich werde das so langsam runterspielen wie möglich. Ich liebe das schnelle Pacing in Warzone, aber leider kein so viele Leute, deshalb traue ich mich nicht mal,
Da campt gerade safe jeder im Haus. Und ich bleib jetzt hier einfach oben. Was ein Sniper-Spieler. Finde ich selbst nicht cool, aber ich will diesen Win so hart haben. Es glaubt mir gar keiner, wie hart ich diesen Win gerade will. Das kann man mir, glaube ich, auch gar nicht glauben. Meter. 12 Meter? Wo? Der ist. Achso, der ist da drin noch. Das sind nur 12 Meter. Oh. Du hattest einen Busch-Skin und warst dabei im Busch. Warte mal. Oh mein Gott. Wenn ich es jetzt hoch schaffe nochmal und zu sterben. Nochmal Heartbeat, ich liebe Heartbeat. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Oh mein Gott, ich bin gerade so im Stress. Es ist gerade so spannend. Es ist so spannend. Sohne, bitte. Bitte. Sei auf meiner Seite. Sei weiterhin auf meiner Seite. Okay. Das ist halt für jeden scheiße. Nicht nur für mich. Das Ding ist, ich kann Self-Rest jetzt wasten und auf Snipes gehen. Wäre, glaube ich, auch ein Move. Wäre, glaube ich, auch der Move jetzt. Nein. Ja! Kill confirmed, danke. Danke, Typ, der noch da drüben ist und seine Position damit verraten hat. Das ist gut. Ich würde halt gern so late moven wie möglich. Werde ich auch. Der auf dem Berg hat natürlich die beste Position. Das ist halt schwierig, ja. Oh nein, der hat fast den Finish noch bekommen, deshalb. Oh mein Gott. Boah. Das ist hart. Das ist hart. Das ist hart. Holy shit. Jetzt natürlich ein bisschen auf Zone warten. Ich bin gestorben, weil dieses Auto da stuck war. Weil das Auto stuck war. Ich habe mir. Ich wollte eigentlich das Seil nutzen. Dachte mir aber, das wäre zu risky. Ich fahre lieber mit dem Auto. Und dann ist das Auto stuck. Ja, egal. Schade, war trotzdem eine schöne Runde. Hat wirklich Fun gemacht, ey. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Leute. Ich werde hoffentlich jetzt mal ein bisschen mehr Bock auf Warzone haben. Und ja, ciao, Leute. Ich habe Gänsehaut, weil Spannung und alles. Und, schönen Tag noch.